Test, 1, 2, 3, Test, Test, Test. Arr, 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 Test. Seid ihr da? Seid ihr da? Hallo, hallo? Ich kann euch nicht hören. Arr. Piraten und Piratenbräute. Wir müssen weiter. Wir müssen nach Scap Island. Leute, wir müssen nach Scap Island. Oh nein. Nein. Mr. Captain Dreadlock fährt ganze Schlechten in den erkreuzt. Ah, oh, der alte Raucherhusten. Nein, mir geht's gut, wunderbar. Einwandfrei, Leute. Ja, gut. Nein, nein, er fährt von Scap Island wieder weg. Dreh doch. Genau, geht ein bisschen nach Booty, Alter. Junge, echt jetzt. Er war doch schon da bei Scap Island. Oh mein Gott. Ja? Und jetzt? Anlegen. Danke. Das war doch nicht so schwierig, oder? Oh mein Gott. Ich sag's euch. Das macht mich fertig. Wie kann man so sein? Wie kann man so ein Mensch sein, Leute? Hä? Wie kann man so ein Mensch sein? Ich hab keine Ahnung. Okay. Oh, verflucht nochmal. Oh. Was haben wir denn hier? You're supposed to be cooking. I was out of milk. Nice try, but not good enough. You're fired. Aber. Okay. Gut, uns Geld. Wir reden mal mit dem Barkeeper. Yeah, boy. Yeah, boy. Ein Krug, bitte. Please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. Shirley Temple, what? Look at my beard. That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Oh. Eine ID. Wer ist diese Kate, von der Sie gerade sprachen? Wir haben ja den beinahe Krog, den haben wir ja schon. Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out. Does some freelance pirating. Her okay. Only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Okay. Hey, komm, jetzt. I'll need to see some ID for that. Wir haben ja eine ID. Wir haben eine ID, Leute. Weil, reicht Ihnen da auch mein vorläufiger Büchereiausweis? Will you accept a temporary library card? Let me see it. Pirate, we don't serve your type here. Really? No, just jerking your leg. All right, can I get you that drink now? Tatsächlich, es hat funktioniert. Na klar. Ja, den könnte ich wirklich brauchen. I can really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. Oh, pf, gute Frage. Aber ich glaube, Blauwal? Blauwal. Mix muss Blauwal sein. Blue Whale. Sorry, Blender's not big enough. But seriously, that'll be one piece eight. Okay. Noch nie so viel gelacht. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Okay, ja geil, okay. Leute, wisst ihr was? Bartender, give me a wir lassen es krachen. Name your poison. Okay. Wir sind jetzt richtig drauf hier. Wir nehmen Dr. Bart's Liebling. Wir nehmen alle. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. I have to crack jokes. Okay, gelbe. Was ist das? Soll das ein Glas sein? Nice place you have here. Well, see ya. Soll das ein Glas sein? Ist das ein Glas? Look it's at yellow drink in a broken glass. Ja, eben in a broken glass. Oh my god. He's cute. Ja, wir nehmen ihn mit. I don't want to disturb him. No thanks.
Too many bad memories of piano lessons. Ich hab dasselbe Metronom. Das war aber schon das Edle. Ich hatte so ein kleines schwarzes. Später dann hab ich mir so eins, genau so eins geleistet. Ja? Nicht, dass ich jemals ein tolles Rhythmusgefühl gehabt hätte. I don't want to get the monkey mad. Monkey, hör mal zu. I don't want to hurt him. Hör mal zu, wir machen das anders. Du bist auch ein guter Affe. Wir benutzen einfach mal Banane, komm. Hey, don't bug the monkey. Ah, scheiße. Hey, don't bug the monkey. Verflucht nochmal. Okay, okay, okay. Aber echt cool. Jetzt Achtung, wir machen es anders. Benutzt mit dem Metronom. Hey, what'd you do to my piano? Würde natürlich niemals funktionieren. Das hat er jetzt erkannt. Der Affe, alle guckt dahin, ja, das gefällt ihm. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Thanks for nothing, buddy. Also, wir haben jetzt einen Affen, einen Hund. Leute, fragt mich nicht, warum. Ich weiß, es wirkt echt ohne. Ich schwöre euch, ich weiß es nicht, wofür ich das brauche. Das wird umso witziger dann werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's weiter. Achtung. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay. Leute, bleibt ruhig. Ihr müsst euch mal entspannen ein bisschen. Was ist los mit euch, Mann? Ihr macht mich fertig jetzt. Ganz ruhig bleiben. So. Achtung. Oh, Männer ohne Moral. Holzbein. Nice. Nice Holzbein. I like it. I like the Holzbein. Oh, oh, seht ihr die? Oh, das gut polierte Säge. Still shiny and sharp. Ja, die haben wir ja gekauft, die shiny and sharp. Oh. Sägt er dem das Holzbein ab? Oh, verdammt, haben wir es jetzt nicht bekommen? Das ist runtergefallen? Wo ist Holzbein? Das ist tatsächlich rund. Wir haben dem einfach aus Gehässigkeit das Holzbein abgesägt und nutzen nicht mal das Holz. Da komme ich mir wie ein richtiger Pirat vor, gibt's ja gar nicht. Leute, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Also, okay, okay. Jetzt bleibt mal ganz ruhig. Ganz ruhig und locker, okay? Puh. Also gut. Oh, oh. Oh. Oh Gott. Ah, auf dem Bild hat er aber sein Holzbein. Halt, 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 halt. Ich sehe es genau, da ist noch dran. Und im Original kann man es nicht richtig sagen. Wahrscheinlich wird es dran sein, ja. Leute, was ist denn los mit euch? Wir haben es doch gerade abgesägt. Seid doch nicht so faul und macht das eine Bild auch noch hin. Er ist weg. Er ist weg. Nimm Nägel. Hm. Nimm Hammer. Nimm Schild. I don't want it. Warum nicht? It says out on house call. Please come again. Out on house call. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. Buzzsaw Girl, oh yeah. Nice sturdy workbench. It's too heavy to move. Ah, Leute, okay, okay. Das war ja schon schlimm jetzt. Aber jetzt wird's noch besser. Leute, es wird immer besser. Das war jetzt schon echt mies, dem das abzusägen, das Holzbein. Also bitte. Kann ich ja nicht bringen. Auch wenn es Männer ohne Moral sind, ja. Nach Booty Island, wir möchten Booty. Oh ja, okay, und jetzt, Freunde. Oh mein Gott. Entspannt euch, atmet nochmal tief durch. Darf ich euch vorstellen? Cruises. Nein, nicht hübsche Captain Kate, da muss ich mal gucken. Die sieht so viel besser aus im Echten. Oh mein Gott, sieht die halt gut aus. Ich schmelze dahin. Aber Stance, Previously und Coffins, ja,
Stans Gebrauchszeuge könnte man übersetzen. Was steht da dran? Gar nicht. Okay. Stans Gebrauchszeuge. Es gibt im Gebrauchszeughandel. Davor war er im Gebrauchsschiffhandel, aber dann gab es ein Problem. Howdy. Welcome to Stan's previously owned coffins. Hallo. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck. Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Well, speak up, or are you dead? Either way, you came to the right place. Ja, schaut mal, da ist ein Schlüssel. Zu den Krypten. Mhm. RIP. Lay away. Say 50% off. RIP. Kopf. Ah, das Zeichen von LucasArts. Oh, wie geil, Leute. LucasArts wurde ja geschlossen und das ist der offizielle Sarg von LucasArts. Den wird es damals nicht gegeben haben. Doch, aber da war es bestimmt was anderes. Da gab es LucasArts noch. Oder sie haben es schon damals zu Grabe tragen wollen. Aber hieß es nicht damals noch Lucasfilm Games zur Monkey Island Zeit? Ich glaube schon, weil Indiana Jones und ich schwöre euch, bei dem Herrn, ja, es juckt mich so in den Fingern, Indiana Jones zu spielen. Oh Gott, Teil 3 und Teil 4. Oh mein Gott, Leute, sollen wir es uns geben? Sollen wir nach Monkey Island zweimal ein Intermezzo machen? Mit Monkey Island? Oh mein... mit Indiana Jones. Indiana Jones. Oh mein Gott, okay. Hören Sie mal zu. Lieber Stan, ja? Haben Sie nicht mal gebrauchte Schiffe verkauft? Sind Sie ein used ship salesman? Well, yeah. Yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. Aber Stan, normalerweise kauft man ja nicht seinen eigenen Sarg, man kauft doch den Sarg für jemand anderen, oder nicht? Der dann schon verstorben ist. Weil du es ja, außer du bist jetzt wirklich schon alt und hast vorgezeugt und hast eine schwere Krankheit. Ansonsten, ja, ist diese Sarggeschichte eher was andere machen. Oder? Wie ist es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Wer kauft bei euch den Sarg? Oh Gott, das ist nicht witzig. Vor allem nicht in der Corona-Zeit, Leute. Oh, ich sag's euch, geht euch impfen lassen. Kein Stress. Nein, Leute, das ist die Wissenschaft. Ja, ich will das gar nicht diskutieren. Ich sag euch nur meine Meinung, okay? So. Ich suche einen guten, gebrauchten Sarg. Übernehmen Sie auch Beerdigungen. Of course we do funerals. Of course. And not just those somber, all black three handkerchief affairs. We three do it rowdy Mardi Gras style with music and dancing and pallbearer races. I'd like to say we put the fun in funerals. We put the fun in funerals. Okay, baby. So wait. Ich bin noch nicht ganz auf Särge eingerichtet. I'm not actually in the market for a coffin yet. It's never too early to make funeral arrangements. Making plot reservations now ensures you a space at our popular Scab Island Internment Park, as well as entitling you to discounts on park rentals. Rentals? You know, for barbecues, parties, that sort of thing. Okay, Ich brauche etwas einbalsamiert. I need to get something embalmed. Well, yeah. You came to the right place. Your loved ones deserve Stan's special preserve. You won't smell a whiff when we're done with your stiff. I never knew morticians were so clever. Okay. Nee, also hör mal zu, Stan. Ich brauche einen guten, ja, gebrauchten Sarg. I'm looking for a good used coffin. Amazing! When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Das war das Erste, was wir dachten. Okay. Let's go take a look-see. Oh, yeah. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? Das ist halt gut, ja. Irgendwie, ich mag den Stan, aber ich mag ihn irgendwie, mag ich den Stan auch so gerade. Fällt mir ganz gut. Okay. Wie viel kostet der Sarg?
Well, let's reden, komm. It's complicated. Oh, wieso? Pricing here at Stans works on a sliding scale, based on one's ability to pay, so as to make a decent funeral affordable to even our poorest customers. That's very considerate of you. So, how much dough do you have on you? I don't have much. I see. I think cremation might be more appropriate in this instance. Okay. Nee, hör mal zu. Könntest du mir nochmal den Sarg zeigen? No problemo. Now, this isn't just your average 60-gallon coffin. This is the full 75 gallons you need to avoid unsightly bone adjustments. Could you get in and show me how big it is again? Yeah. Yes, sirree. I could spend a lot of time in a coffin like this. I almost forgot. I wanted you to have this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Now, where were we? Oh, yeah. Look at how freely I can wiggle my nose. Sure. Try out the lid operation. It's just as roomy clothes. I hear a knocking up there. That's solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. Hey, I think the lid's stuck. Excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed? Warte, jetzt bitte, ich die Glocke. Stuck. Hello? Be there in a minute. Is anybody out there? Yeah. Nein. Yeah. Oh, scheiße. Be there in a minute. I can't get out of here. Be there in a minute. Okay. A joke. Now get me out of here. Das wird sie. Be there in a minute. Open this coffin right now. Anybody? I really am claustrophobic. Someone's going to pay for this. I'd bust out of here, but the dang thing's built too well. It's nailed shut. Well, if I had to be stuck in the coffin, at least it's the deluxe model. It's the deluxe model. It's pretty roomy in here. Maybe, I hope this thing's not airtight. I'm not dead. I'm losing valuable business. Oh, God. Let me out. Okay. I need to go to the bathroom. Open this cupboard right now. Oh, nein. Ich hab's wieder mal nicht geschafft, Leute. Ich muss hier drücken. Und hier drücken. So, und jetzt geht's weiter. Ey, ich drück halt immer. Das ist halt... Das letzte Live-Aufnahme. Oh. Ja? So, jetzt wieder. So, das weiter mal. Someone's going to pay for this. Ja. Are you still out there? Hello? Tschüss, Dan. Mach's gut. Cruises. Okay, now, who's gonna be next? Pirates Spit Contest. Great day for spitting. Pirates Spit Contest. Just look at this juicy crowd. Step up to line and test your swill. Okay, Leute, okay. Valuable prizes. Even a child can do it. Oh, me. I'll give it a try. A volunteer. Mm-hmm. All right, settle down, folks. This kid looks like a serious contender. Oh, yes. What's your name, boy? Spuckus Maximus der Dritte, man nennt mich den Speichelmeister. Ich bin sowieso Captain Schleimy. Hoppla, ich dachte, man spielt hier Croquet. Nein, man nennt mich den Speichelmeister. Well, they call me the Phlegmaster. The Phlegmster. The Phlegmalizer. The Master of Phlegm. Spit away! Okay, Leute, okay. Misfire! Everybody run! Well, verdammt. So much for the Phlegm Master. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Come on! It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Was haben wir hier? Flagge. Just put your Flagge. Two lips together and blue. Flagge. Okay. Ich schätze mal, werden die ein bisschen... 2, 4, 6, 8! Müssen mal die Fähnchen ein bisschen verrücken. Und dazu, Achtung, haltet euch fest. Werden wir mal gewisse Dinge benutzen. Das ist auch sowas, auf dieses Rätsel kommst du im Leben. Nicht einfach so.
What was that? Did I hear somebody swallow? As I was saying, thousands okay, Leute, alles klar. Okay. Jetzt geht's aber weiter. Das war ja noch nicht alles. Jetzt haltet euch fest. Wir werden jetzt ein bisschen unsere Spucke lecker Drinks. Die guten Drinks, ja, die werden wir benutzen, weil wir haben ja beinahe gekocht. You think spitting is gross? Aha, also wir haben jetzt einen Schluck getrunken, okay? Swallowing that stuff is gross. It's a plastic recyclable bottle of near grog. Halbe Flasche, okay? Wir machen das jetzt zum Vergnügen von uns hier. Komm, los geht's. I hear there's some scouts here from the pro spitting circuit. Ooh. Oh, me. Ja. The phlegm master ready to come back. Also die Flaggen haben wir schon ein bisschen vorgetan. Jetzt geht's los. Spit away. Okay. Hm, Schlürf. Let's go. Spit. What's this? A surprise turnaround in performance? Schaut euch das mal an. Looks like third place. Oh nein. I think that deserves a little applause. Too bad there are only prizes for first place. Oh no. Wir sind Dritter geworden. War geil, oder? Okay, Leute, okay. Und das war jetzt mit dem Beinahe-Kork. Naja, der bringt nichts, der Beinahe-Kork. Wir brauchen das richtig gute Zeug, Leute. Das gute Zeug. No volunteers. If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Thousands will spit. Hundreds will win. Betrachte ihn doch. It's a green drink in a broken glass. Ja. It's a green drink in a broken glass. Just look at das können wir jetzt gar nicht so benutzen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich in Strohhalm. This stuff makes my spit thick. Boy, this makes my spit thick. I hear there's some scouts here from the pro spitting circuit. Ja, klar. Come on, it's all paid for. Okay, Leute, das, was wir jetzt hier mal lösen in kürzester Zeit, da ist ein Rätsel, Kopfnuss, aber goldene Eins, gell? Schaffst du im Leben nicht. Okay, jetzt Achtung. Spit away. Okay, so, Vorsicht. Spit! Come on! Hey, he's been working out. Looks like second place. Oh nein! I think that deserves second place. A little applause. Wir brauchen doch den first place. Oh Gott. Now, how about the rest of you? Okay. So, also wir müssen jetzt noch ein bisschen was beachten. It's on the tip of your tongue. Und das ist jetzt auch mal der nächste Witz, wo auch keine Sau drauf kommt. Ich schwör's euch. Okay. Jetzt warte. This stuff makes my spit thick. Wenn der Wind richtig weht, müssen wir nämlich blasen, okay. Und der Wind wird wohl wehen, wenn bei ihr das da weht. The Phlegm Master ready for his comeback. Yes, ready for the comeback. Okay, also. Let her rip. You can do it, man. Nein. At least he's consistent. Jetzt habe ich gedacht, es weht gleich. Jetzt hat es nicht geweht. Moment, nochmal. Ja, ist noch. Nochmal, wir machen es nochmal. Nix, rest of you. Boy, this stuff makes my spit thick. Even a child can do it. Ja, komm schon. Oh, me. The Phlegm Master ready for his comeback. The Phlegm Master. Okay. Leute, alles klar. Spit away. Na dann, komm. Better not ich muss gleich kurz it, man. Lächeln. So, okay. He's cleared first place! That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen... Habt das gesehen? Im Wind. That was truly awe-inspiring. Ach ja, im Wind, wie beim Skispringen. We've seen something incredible here today. Ähnlich. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. You truly are the master of phlegm. Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. Na Leute, also ich glaube, das Rätsel schaffst du ja gar nicht so ohne. It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Na ja. Trial and Error, wahrscheinlich. Aber es war geil, auf jeden Fall, Leute. Es war richtig geil, ich sag's euch. Okay, Leute, was haben wir jetzt eigentlich bekommen überhaupt? Wir haben die Spuckplakette.
It's a plaque with an odd-looking gob of something on it. Valuable prizes. Nein, ich hätte wieder daneben, Herrgott, zack. I hear there's some scouts here from the pro spinning circuit. Meine Lieben, jetzt geht's weiter. Valuable prizes. Oh, Leute. Jedenfalls, dieses Plakett hier nochmal, die hübsche Captain Kate angucken. Oh, dieses schmelzt dahin. Und hier schmelze ich nicht mehr dahin. Irgendwie sollten wir mal nach Stan gucken, nicht, dass der uns da abnippelt, weil er keine Luft mehr kriegt. Wir sollten eigentlich ein kleines Loch einbauen. Was sieht denn böse aus? Ja, hallo, Papagei. Ja, Polly will Cracker. Ja. Nehmen Sie die Kreditkarte? Was nehmen Sie Kreditkarten? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. Mm, okay. Was für Gegenstände kaufen Sie eigentlich überhaupt an? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. Was denn? What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Oha. Can you tell me about the ship with the figurehead? Erzähl mal. The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why, but the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Okay, ja, cool. Finde ich ja voll geil. Machen wir mal. I have to go now. Und da gibt's zufällig jemand? How much will you give me for this plaque? I'm not interested. Was soll das heißen? What do you mean? It's worth a mint. Yeah. For a lump of pus on a shingle? Yeah. Das ist nicht irgendein Stück Spucke. Lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? Die Spucke ist von dem Mann, der LeChuck getötet hat. Ja. Angeben. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of 8 for it. Dankeschön. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Verdammt. Okay, Leute, ich sag euch mal was. Wir sind jetzt stinkend reich. Hätten wir eigentlich ganz am Anfang 6 million pieces of 8 gehabt, am Anfang des Spiels, bevor uns ein gewisser Zwerg, ja, da runtergeschmissen hat. Hey, wir müssen uns was anderes angucken, und zwar, wir müssen mal ein Buch lesen, Leute. Wir müssen mal ein Buch lesen, und zwar, hier, große Schiffswracks unseres Jahrhunderts. Erzähl mal. Aha, 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 ist ja interessant, oder? Ist ja interessant. Berühmte Piraten-Zitate. Happiness is a warm manatee, old skunk eye. Kiss me, I've got scurvy, rapscallion. Darn! Fester Leech. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Commander Buttonhead. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Barney Gout. Okay. So interessant. The Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing's way too technical for me. Okay. Leute. Das. Die Mad Monkey. Cruises. Werden wir das nächste Mal uns chartern oder anschauen. Und ja. Genau. Bist du dieselbe Kate, die allen beinahe Krog in der blutigen Lippe gekauft hat? Das ist nämlich wahrscheinlich ja ein Fake, eine Fake-Spur. Are you the same Kate who bought all the near grog at the bloody lip? Yeah, and you can't have any of it, so don't ask. Okay, okay, okay. Hör zu. I'm interested in chartering a ship. Yeah, shift chartered. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of 8. Ist ja witzig, oder? Das ist genau 6,000 pieces of 8 kostet. Okay, Leute, aber das machen wir das nächste Mal, liebe Piraten und Piratenbräute. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst ein Like da. Macht ein Abo.
Ihr müsst nur einen Knopf drücken, dann wird's abonniert und drückt die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und wenn ihr einen Kommentar drunter schreibt, ausführlich, immer gut, Leute, immer gut. Habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.